Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. DVV-Pokal, Schweriner Sportclub trifft auf Arövios Hamburg und diese Partie hat es vor kurzem schon mal gegeben. 10 Tage ist es her, da gewann der Schweriner Sportclub mit 3:2 in Hamburg. Heute wollen die Hamburger es besser machen, wollen in die nächste Runde einziehen ins Halbfinale, um nur einen Schritt entfernt zu sein vom Final Four, von dem Finalspiel in der Gary Weber Arena in Halle. Das ist das große Ziel, 8.000 Zuschauer erwarten die Mannschaften da, aber auch der Schweriner SC will das erreichen und man hat die eigene Halle im Rücken und das will man ausnutzen und das werden wir uns jetzt angucken. Schweriner SC gegen Arövios Hamburg. Arena am Lambrechtsgrund, die hat sich erhoben und damit herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz zum Spiel des Schweriner Sportclubs gegen VT Arövios Hamburg. DVV-Pokal Viertelfinale wird begonnen mit den Angaben von Denis Hanke. Der Ball ist drin, 1-0 für Hamburg. Der letzte Roller von Hanke nicht gefährlich genug. Stalens jetzt, die den Ball ins Spiel bringt. Top ist mit Problemen am Block. Der Ball im Aus. Und der Ausgleich, 1-1. Ziegler hat den Ball da am Block und Spielfeld vorbeigezogen. Mira Topic.
Auch die Angabe im Netz, auch wenn der Ball von Hanke eher so drüber geht, der nicht. 1-2. Julina Stovanova. Oh, interessante Variante. Das war, glaube ich, nicht so gewollt von Hanke. Oder was? Es bleibt am Block hängen. Schlechtes Anspiel, 1-3. Oh. Ah, jetzt gab es doch den technischen Fehler, den Anna Beuys zuvor moniert hatte. Eine Spielerin zweimal berührt hatte. Also Punkt für den SSC. 2-2. Und Haas mit der Angabe. Gefährlich geschlagen. Guter Block von Patricia Dormann. War dabei aber am Netz. 2-3. Imke Wedekind. Und Berit Kaufeld nach dem Anspiel von Denise Hanke. Und Patricia Dormann bringt den Ball ins Spiel. Jedenfalls gute Angabe. Und auch da wackelt das Netz. Punkt für Schwerin. 4-3. Also entweder beginnen beide Mannschaften ziemlich wild oder die Schiedsrichter sind heute sehr genau. Gut geholt den Ball von Topic. Tormann und der Ball im Aus. Haben die Hamburger gutes Auge bewiesen. 4-4. Paulina Gumolka. Der Ball im Aus, ganz klar. Gumolka. 5-4 für Schwerin. Und Trainer Beuys gibt seiner Tochter eine Anweisung für diese Angabe, aber gut angenommen, wollte ich sagen. Und das war sehr gut hinter die Abwehr gelegt und der Punkt für Hamburg. 5-5 und Susa Schickler Die Sanke drückt den Ball rüber, aber gerettet und der Ball im Netz. Gumolka hatte da den Ball vom Boden gekratzt. Aber die Hamburger bekommen ihn trotzdem nicht auf die Schweriner Hälfte, deshalb Punkt für den Schweriner Sportclub. 6-5. Noch kein gutes, aber ein sehr buntes Spiel bisher. Berit Kaufeld. Ball schlecht getroffen, klar mal aus. So, ja, nochmal. Hat sich da vom Block etwas irritieren lassen. 7-5 für Schwerin. Und erneut, so, ja, nochmal. Und es gibt die erste technische Auszeit. Hat sie sich vielleicht ein wenig verwirren lassen von den ersten Pfiffen der Schiedsrichter. Wollte nicht zu dicht ans Netz springen. Kommt nicht in die Position, etwas in Rücklage und der Ball weit im Aus.
Und trotzdem, es herrscht klare Ansagen bei den Hamburgern, aber es herrscht doch ruhiges Spiel. Die Hamburger wollten das Spiel etwas auf sie zukommen lassen. Man weiß um die Stärke der Schweriner Mannschaft, gerade hier in der Arena. Die wollen ihren Stiefel durchspielen. Und mal sehen, wozu es am Ende reicht. Weiter geht's mit der Berit Kaufeld an der Angabe. Und der Punkt für Hamburg. Gut durchgedrückt von Rimi Retz, die jetzt auch zur Angabe kommt. Cindy Marie Ramirez. Probleme bei der Annahme auf Schweriner Seite. Oh, das war halt sehr gut gespielt, gut aufgepasst von Topic. Da war kein Schweriner Block bereit. Und jetzt Topic gegen den Doppelblock. Und der Doppelblock funktioniert für Europäis Hamburg. Und Ramirez darf erneut. Und der Punkt für Aas. Ein bisschen Glück gehabt. Der Ball am Block. Aber prallt auf den Boden. Deshalb Punkt für Schwerin und Angabe für Denise Hanke. Eine von zwei Spielerinnen im Kader des SSC mit den Sprungaufgaben. Und wieder klasse gespielt. Zumindest von der Variante her. Gumulka war da eigentlich noch nicht aufgerückt und der Block steht schlecht von Aas und Thormann. Jetzt geht der Ball durch die Hände durch. 9-8. Stillens. Ah, Topic mit Problemen bei der Annahme und die Hamburger am Block hellwach. 9-9. Und dann machen sich die Hamburger Zuschauer uns auch lautstark bemerkbar. Sehr viele sind es nicht, aber lautstark sind sie. Und der Ball im Aus. Da hat er alles reingelegt in diesen Ball, Ziegler. Den 9 für Schwerin, Angabe Mira Topic. Gumulka und Topic aus dem Hinterfeld. Und das war klasse gerettet und im Sitzen übers Netz gespielt, aber die Chance jetzt für den SSC an der Boys. Lässt das Publikum aufjubeln hier in der Arena. 11-9. Aber das war sehr routiniert zu Ende gespielt vom Schweriner Sportclub. Und Mira Topic darf erneut. Gut vorbeigedrückt von Wedekind. 11-10. Stojanova. Und Aas mit einem tollen Ball, aber der Ball kommt nochmal rüber und jetzt ist es Boys. Ja, Jonova.
Ball geht hier hin und zurück. Und jetzt Patricia Thormann mit dem nächsten Versuch. Und sie macht den Punkt für Schwerin. Kein technisch schöner, aber ein schöner anzusehender Ballwechsel. 12-10. Hanne Augenhorst. Oh. Gut gemacht von Beuster am Block. Und jetzt der Pfiff, der Punkt. Geht nach Hamburg, technische Fehler gab es da. Wedekind. Ah, es war ganz klasse gespielt und da sieht man, wie eine Aufgabe nicht kommen darf, weil sie muss gefährlich kommen, ansonsten ist es zu einfach. Boys, danke Boys. Punkt für Schwerin. 13-11, Patricia Thormann. Und der Punkt für Hamburg. Gab einen technischen Fehler auf Schweriner Seite. Der Block an sich gut gestanden von Kaufeld und Hanke. 13-12 für Schwerin. Und Denise Hanke mit all dem Trotz, mit aller Wut aus der Szene zuvor. Mit ihrem zweiten Ball, wie es Wiebke Hofer betitelt hat. 14-12. Klasse Aufgabe von Beuys. Und die Möglichkeit für Schwerin, das jetzt ganz ruhig aufzubauen. Hanke wieder auf Beuys. Hat Glück, dass sie durchkommt am Block. Und der Ball im Block und im Aus. 14-13. Ziegler. Hanke auf Kaufeld. Und da zeigt sie es an. Von Miretz. Sie wäre dran gewesen, aber der Block dafür, dass die Variante so offen stand, zu spät zusammen. Und der Punkt durch Kaufeld. Punkt für Hamburg, nachdem Kaufeld den Ball nicht annehmen kann und Stojanova. Aber es war auch nur ein Mannblock von Denise Hanke. Und die Angabe zu weit. Ramirez, zweite technische Auszeit, 16-14. Nochmal, sehen wir nochmal, wie Trainer Beuys auf Denise Hanke einredet. Wahrscheinlich geht das auch da nochmal um die technischen Fehler da am Netz. Die gilt es natürlich zu verhindern. Technische Fehler sind natürlich immer einfache Punkte für den Gegner. Und die sollte man so gut es geht eben verhindern. Weiter geht im dritten und entscheidenden Teil des ersten Satzes.
mit der Aufgabe von Denis Hanke. Das haben die Hamburger sehr gut gelöst, aber der Block nicht zusammen. Der Schweriner RC ist. Aber es ist Dujan Novadi, den Ball da durchdrückt. Stillens. Topic ohne wirkliche Kraft. Danke für Boys und die kommt mit Schwung und macht den Punkt. Für Schwerin 17-15. Jetzt gibt es einen Wechsel auf Schweriner Seite. Seratovic geht raus und die Variante haben wir schon öfter gesehen. Hiroko Hakuta kommt für die Angabe in Schweriner Spiel. Kein gutes Zuspiel auf Beuys, die den Ball nur noch rüberträgt. Denis Hanke kann den Ball nicht annehmen. Paulina Kumulka macht den Punkt für Hamburg 17-16. Und Stojanova wird den Ball wieder ins Spiel bringen. Hanke und Arz, das war sehr gut. Und der Ball war, glaube ich, im Netz. Da hat der Block zwar sehr gut gestanden mit Kaufeld. Und jetzt gibt es die Auszeit für Hamburg. Da wird erst einmal abgeklatscht. Und da wird es jetzt nur noch um Kleinigkeiten gehen, weil der Unterschied zwischen Schwerin und Hamburg in diesem Satz ist nicht groß. Und da geht es ja sicherlich auch ein wenig darum, den Rhythmus zu brechen. Ball ins Spiel. Ja, da war ja niemand bereit im Schweriner Block. Boy deckt zwar die Außenlinie ab, aber da war alles frei für Gumolka. 19-17. Bedekind mit der Angabe ins Aus. 20-17. Beim Blockspiel muss der Schweriner SC definitiv noch arbeiten. Hier gibt es einige Probleme hier im Spiel. Und Kaufeld, die Beste am Netz. 21-17, es gibt ja eine Auszeit für Hamburg. Thank you.
läuft hier weiter mit Patricia Thormann. Und wieder steht der Schweriner Block nicht und Dumolka kann erneut den Punkt machen, auch wenn sie jetzt aus dem Spiel geht. Mareike Hinderiksen kommt jetzt für die Angabe ins Spiel. Und sie macht den Punkt. Hakuta kann den Ball nicht annehmen. Und Hinderiksen wird den Ball wieder ins Spiel bringen. Diesmal besser von Hakuta. Und ganz stark die Variante über Hanke Kaufeld. 22-19. Und jetzt geht Hakuta wieder aus dem Spiel und Mira Topic kommt zurück auf die Platte. Anne Beuys. Und die Sprungaufgabe ins Netz. 22-20. Diesmal besser gestellt der Hamburger Block. Und auch der Schweriner Block, Denise Hanke. Aber da kam Stojanova auch komplett ohne Sprung. Und Berit Kaufeld bringt den Ball wieder ins Spiel. Der Ball an der Antenne und zwar vom Schweriner Block. 23. 21 noch im Wechsel auf Hamburger Seite. Miret geht aus dem Spiel. Julia Herro kommt für die Angabe. Natürlich so kurz. Vor Schluss muss jede Angabe sitzen. Warum nicht die Stärkste darin? Beuys mit Schwierigkeiten bei der Annahme. Mira Topic mit einem starken Ball und das heißt Satzball für den Schweriner Sportclub. Und die Angabe zum Satzgewinn macht Denise Hanke. Ah, hat sie zu viel gewollt. Der Ball im Netz. 24-22. Und Hinderiksen geht jetzt wieder raus und Kubalka kommt erneut ins Spiel. Stalens. Versucht, den zweiten Satz mal abzuwehren. Und es ist eine Fehlangabe und damit geht der erste Satz an den Schweriner SC mit 25-22. Lautstark geht es weiter in der Arena am Lambrechtsgrund zu Schwerin. Zweiter Satz. Schwerin SC gegen Aurubis Hamburg.
der erste Punkt geht eben an jene Hamburger. 0-1. Kim Stalens. Die Zuspielerin bringt den Ball rein. Eine schwierige Position für Tormann. Der Ball von Hanke im Aus. 0-2. Wieder Hanke auf Tormann. 0-3. Und Tobic am Block. Gumolka scheitert an Tormann. Und der Punkt von Wedekind gegen Mira Tobic. 0-4. Und das nennen wir mal einen klassischen Fehlstart. Und dann gibt es die erste Auszeit vom Schweriner Sportclub. Viel schlimmer kann man in einem Satz nicht starten. Wie der Schweriner SC in den zweiten, hier im Viertelfinale des DVV-Pokals 2011. Okay, also heißt es für Schwerin immer alles auf Null und wir beginnen von vorne. Cam Stalens wird die erste Angabe bringen. Die Arena steht wieder. Und genau, der Punkt geht an Schwerin. Der Ball zwar im Aus, aber Ziegler war noch am Ball. Und jetzt kommt Denise Hanke. Gute kurze Variante, Wedekind. Der Schweriner Block da nicht wach genug. 1-5. Stojanova. Oh, der Ball klamm aus. Das sah auch ein wenig abgerutscht aus. 2-5. Mira Topic. Von Hanke, aber auch da der Block wieder wahnsinnig offen auf Schweriner Seite. Dann muss sie weit reinschlagen. Oh, schlechter Ball, den kann Beuys nur rüberspielen. Aber auch das nicht gut gespielt von Hamburg. Und jetzt die Chance für den Schweriner SC über Tormann. Ah, noch klasse geholt eigentlich den Ball von Kim Stalens. Aber ihre Mannschaftskameradinnen können damit nichts mehr anfangen. Schwerin verkürzt auf 3-5. Mira aus dem Hinterfeld mit Problemen am Block. Und der Schweriner Block, der ist nicht zusammen. Tormann und aus. 3-6. Im Gewedekind. Beuys scheitert erneut am Block. Ramirez. Wedekind erneut.
Beuys scheitert wieder am Block. Thomsen kann den Ball erstmal holen, aber dann von Gumolka über die komplette Schweriner Mannschaft rüber geloppt. 4:8, technische Auszeit. Oh, das ist der Schweriner SC der Saison 2011, den wir gerade sehen. Guter erster Satz gewonnen. Und nun schwacher Beginn im zweiten. Sehr interessant zu sehen, dass bei Schwerin Jura Retzlaff da das Wort ergreift und die Ansprache macht und weniger Trainer Beuys. MGW Dickens. Drei zu acht. Haas durch die Hände von Iretz durch. Hat sie Glück. Da stand der Block eigentlich gut. Aber sie macht die Hände nicht zusammen. Beuys mit Ansage auf den Libero gespielt. Schweriner Block wieder nicht zusammen. Auch wenn Ziegler das nicht zu einem klaren Schlag nutzt. Jetzt ist der Block einmal zusammen und Ziegler schlägt dran vorbei. 4:9. Gumolka. Und der Ball drin von Patricia Thormann. Etwas Glück. Seistrom 5:9. Und Patricia Thormann kommt jetzt auch zur Angabe. Der Ball am Block vorbei. War eine Blockberührung, sagt der Schiedsrichter. Habe ich nicht ganz so gesehen, aber er ist noch einen halben Meter entfernt. Er wird das besser sehen. Und die Angabe Maus. 6:10. Anne Beuys. Jetzt versucht er ein wenig heiß zu machen. Hadert mit dem Spiel. Gute Angabe. Und Dormann kriegt den Ball nicht angenommen. Das Problem im Spiel des Schweriner SCs. 6:11. Topic. Und die einfache Variante. Sechs zu zwölf. Ramirez. Mit dem Ball ins Netz. Sieben zwölf. Berit Kaufeld. Doppelt ohne Schwung, aber gut gespielt.
erneute Chance jetzt für Schwerin. Für Anna Beuys. Und die löst er sehr gut. 8:12 Auszeit jetzt für Hamburg. Auch das, denke ich, mehr ein Rhythmusbrecher. Ein bisschen Sicherheit zu fassen wieder auf Hamburger Seite. Aber für Schwerin wäre die Variante über Beuys wohl öfter zu suchen. Scheint wohl das Verlässlichste im Moment zu sein. Kaufeld. Und das ist ein Ass. Da haben sie sich mächtig verschätzt, die Hamburgerinnen. Neun zu zwölf. Oh, klasse rübergespielt von Denise Hanke. Ah, eigentlich auch gut reagiert von Haas, die den Ball oben hält oder zumindest versucht. Aber Hanke kann damit nichts mehr anfangen. 9 zu 13. 4 Punkte Führung für Hamburg. Die riechen hier den zweiten Satz. Haas, jetzt Topic. Der Ball ist drin. Hätte ich persönlich ausgegeben. So sehen es auch die Hamburgerinnen und so haben es auch die Hamburger Zuschauer unter uns gesehen. Aber dafür sind die Schiedsrichter da, die haben da ein Auge drauf. 10-13. Denise Hanke. Das war klasse gemacht von Gumolka. Nickt den Ball da einfach neben Block ab. Da kommt niemand mehr hin. 10-14. Hamburg hat da im Angriff momentan einfach die besseren Ideen. Oh, Probleme bei Beuys bei der Annahme. Und von Tormann geht der Ball ins Aus. Punkt für Hamburg. 10 zu 15. Und Julia Stujanova bringt den Ball ins Spiel. Währenddessen erhebt sich die Arena, um die Schwerinerinnen zu unterstützen. Aber momentan ist Unsicherheit im Spiel. Gut aufgepasst von Hanke. Topic ohne Schwung. Und der Ball im Aus. Da hätte Ziegler gerne eine Hand von Schwerin am Ball gesehen. War es aber nicht. 11 zu 15. Mira Topic. Klasse Crossschlag von Molka. Und das heißt technische Auszeit 11 zu 16. 5 Punkte der Vorsprung für Hamburg. Ja, an der Anzeigetafel wird gerade das Ziel verkündet, nämlich das DVV-Pokalfinale
in Halle, das zu erreichen, sollte auch das Ziel des Schweriner Sportclubs sein. Sollten die Mädels vielleicht jetzt mal einen Blick drauf werfen, dass sie nicht aus den Augen verlieren. 5 Punkte Rückstand, 11-16. Wedekind bringt den Ball ins Spiel. Beuys mit Schwung und mit dem Punkt. So muss es aussehen. 12-16. Aus. Wird den Ball ins Spiel bringen. Und der Schweriner Block nicht geschlossen. Ziegler schlägt durch. 12-17. Das war sehr gut aufgepasst am Netz von Kim Stehlens. 12-18. Holina Gumolka bringt den Ball ins Spiel. Schlechtes Anspiel von Hanke. Guter Block von Beuys, die den Punkt, den sie vorher eigentlich machen wollte, nur nachholt. 13-18. Patricia Thormann. Beuys scheitert am Block. Torbisch sah gar nicht so schlecht aus dem Hinterfeld. Wieder Doppelt und er passt. Das ist gut für Schwerin, dass auch Mira Doppelt wieder Punkte. 14-18. Probleme bei Hamburg. Hanke Kaufeld, guter Block von Ziegler. Andere Seite Beuys. Und der Ball von Hanke im Aus. 14-19. Hat sie Pech am Netz, am Block. Und Ziegler bringt den Ball ins Spiel. Beuys schlägt den Block an. 15-19. Und der Druck von der Sprungaufgabe, der soll es jetzt bringen. Natürlich, der Schweriner SC muss 4 Punkte aufholen. Ist gut in der Arena, auch wenn gerade nichts passiert. Sag mal, kleinere technische Probleme. Beuys legt den Ball weg. Jetzt geht's weiter. Nicht auszumachen von hier, was das Problem war. Aber jetzt an der Beuys. Nicht so gut wie erhofft. Tobsen holt den Ball gut runter. Topic. Ziegler aus dem Hinterfeld. Gut gerettet von Beuys. Kaufeld als Zuspielerin erfolgreich mit Mira Topic.
eine ungewöhnliche Schweriner Variante. Aber Not macht erfinderisch und Erfindungen sind erfolgreich in diesem Fall. 16-19. Anna Beuys. Oh, im Netz. Aber ist ja etwas Rücklage geraten, stolpert dann auch. Hat sich dabei scheinbar nichts getan. Jetzt ein Wechsel auf Hamburger Seite. Ramirez verlässt die Platte. So haben wir es auch schon gesehen im ersten Durchgang. Und Mareike Hinrichsen soll die Angabe ausführen. Mal schauen, wer sie dafür anversiert hat. Ja, niemanden, denn der Ball geht ins Netz. 17-20. Und Berit Kaufeld geht raus. Und Nakuta soll die Angabe bringen. Muss man einem Laien natürlich erklären, warum man die einzige Spielerin, die einen Ass geschlagen hat, aus dem Spiel nimmt, damit eine andere die Angabe machen kann. Hiroko Hakuta. Beuys holt den Ball klasse. Topic. Ziegler aus dem Hinterfeld ins Netz. ...18-20 Auszeit für Aurubis Hamburg. Das ist natürlich jetzt eine gefährliche Situation für Hamburg. Sollte Schwerin hier ins Spiel kommen, nochmal ins Laufen kommen, diesen zweiten Satz gewinnen, ist das sowas wie ein Genickbruch in einem Spiel. Und dann könnte es hier mit 3-0 ganz schnell vorbei sein in der Arena am Lambrechtsgrund. Ja, das wäre aber zu weit vorgegriffen. Erstmal steht 18-20 im zweiten Satz. Und Akuta wird die Aufgabe ins Spiel bringen. Gefährliche Angabe. Und der Punkt durch Wedekind. Kaufeld kommt zurück für Hakuta. Und geht dann von der Platte für Lisa Thomsen. Der Libero-Wechsel. Top jetzt eigentlich wieder mit zu wenig Schwung, aber sie macht den Punkt. 19-21. Ja, und wer soll Gefahr ausstrahlen bei der Angabe, wenn nicht Denise Hanke? Uke Molka zwischen den Block durch. Haas und Thormann kriegen die Hände nicht zusammen. 19-22. Schwierige Situation jetzt für den Schweriner Sportclub. Torbitz wäre mit zu wenig Schwung, aber technischer Fehler auf Hamburger Seite, hat Schwerin Glück gehabt. Da haben sie richtig Glück gehabt. 20-22. Mira Topic. Der Block wieder nicht zusammen, diesmal besser von Hanke. Neue Chance. Ah, und der Punkt für Schwerin und was für ein Aufschrei in der Arena. Aber das war nicht der Satzball, das war nur das 21-22. Aber ein wichtiger Punkt für Schwerin.
wie wertvoll er ist, wissen wir erst, wenn der nächste Punkt vergeben ist. Ziegler, der Ball im Aus. Und der Ausgleich für Schwerin. Oh, jetzt ein ganz schwieriger Moment. So, Rübes Hamburg. Mira Topic. Ziegler wieder. Klasse ausgeguckter Block. Da stand der Schwerin der Block mit Aas am Tormann und dann am Block vorbeigelegt. Longline. Wechsel bei Hamburg. Hinrichsen geht wieder raus. Ramirez kommt zurück ins Spiel. Und auch Wedekind geht aus dem Spiel. Und Julia Herro kommt. 22-22, Angabe Julia Herro. Aas, das war zu offen. Jetzt mit Anne Beuys, das war eine bessere Variante. Nochmal Beuys. Und Ziegler, das ist gefährlich. Klasse von Hanke. Und der Punkt am Netz von der eingewechselten Ramirez. Gerade wieder auf die Platte gekommen und jetzt gibt es nochmal Auszeit für den Schweriner SC. Bei gleich Satzball Paul Ribes Hamburg. Ja, jetzt muss der Schweriner SC seine ganze Klasse beweisen. Und beweisen, dass sie mit dieser Drucksituation umgehen kann. In der Champions League haben sie einmal 4 Satzbälle hintereinander abgewehrt. Wäre jetzt nicht schlecht. Julia Herro. Beuys mit Problemen. Mit Rücklage jetzt. Und mit der erneuten Chance. Und der Block für Hamburg führt zum 1:1. Wie der erste Satz, 22-25. Die Arena am Lambrechtsgrund hat sich wieder erhoben. Es geht weiter im Spiel. Schwerin Sportclub gegen Europa Hamburg. Viertelfinale DVV-Pokal. Dritter Satz, Spielstand 1:1. Wir beginnen mit dem Satz. Hanna Augenhorst. Dann gab es aus, geht ins Aus. Punkt. Für den Schweriner SC durch den guten Block von Kaufeld und Tormann. Und aus. Wird den Ball erneut ins Spiel bringen. Klasse Block von Berit Kaufeld gegen Ziegler. Habe ich doch arge Bedenken gehabt, gerade bei dem Einmannblock von Berit Kaufeld gegen die bisher stark aufspielende Ziegler. Aber besser kann man es nicht machen. 2-0. Aus.
Ball von Anke am Netz nicht mehr zu holen. 2 zu 1. Stillens. Und Beuys mit dem Punkt. 3-1. Ja, Meck in diesem dritten Satz, das wirkt Schwerin deutlich wacher als die Hamburgerinnen. Und nun Patricia Thormann mit dem Ass. Da waren sich uneinig, die Hamburgerinnen. Ziegler und Jasova gehen da beide weg vom Ball. Und dann ist die Bahn frei für den Punkt 4 zu 1. Und der Block von Gomolka. Erfolgreich 4 zu 2. So, Janova. Problem bei der Annahme von Topic, Beuys. Und Ziegler mit dem Netzschlag. 5-2. Ja, wenn die Angriffe über Ziegler nicht mehr laufen, wäre das eine Riesenschwächung für Hamburg. Beuys. Wahnsinnige Geschwindigkeit, die der Ball da erreicht. Und jetzt macht Ziegler den Punkt. Wedekin. Und der Ball von Kaufeld zu weit. 5 zu 4. Der Ball zu weit von Wedekind. 6 zu 4. So kann man natürlich auch die Punkte austauschen. Berit Kaufeld. Und Ziegler schießt Kaufeld ab. 6-5. Gumolka. Topic wieder mit der gelegten Variante und wieder erfolgreich. Das ist natürlich ein gutes Mittel, wenn der Hamburger Block gut steht. Nicht einfach blind draufknallen, sondern überlegt dran vorbeiheben. Denise Hanke. Haben wir gesehen, der Ball gar nicht im Bild, wie wahnsinnig hoch sie diesen Ball wirft. Und Mira Topic am Block. Acht, fünf. Technische Auszeit. Auf
Technischer Ausfall des Bände. Das Spiel geht weiter mit der Angabe da vorne. Denise Hanke. Ja, war eine klasse Angabe. Mit viel Druck. Stojanova bekommt den Ball hier unter Kontrolle. 9:5. Auszeit Hamburg. Jetzt haben wir ein ähnliches Bild wie in Satz Nummer 2, nur andersrum, diesmal für der Schweriner SC. Mit 4 Punkten. Hamburg jetzt auch schon 2 Auszeiten genommen in Satz Nummer 3 und Hanke will. Der Ball im Aus. Weniger Schwung, aber dafür weiter der Ball. Neun zu sechs. Und Top Edge. Klickt den Block an, macht den Punkt. 10-6. Gefährliche Angabe von Topic. Und gut gelöst. Von Julia Stojanova. 10-7. Tamirez mit der Angabe. Oh. Ganz schöner Flatterball. Dieser Thomsen bringt den Ball nur hoch. Und Wedekind kann ihn verwandeln. 10-8. Patricia Thormann. Cross geschlagen, der Ball 11-8. Anna Orgenhaus. Jetzt wieder mit der kurzen Variante. Gumolka hat da gut aufgepasst. Und Stojanova mit dem Ball ins Aus. Ja, Torbett. Mit Problemen bei der Annahme. Merkst du es auch sofort. Zwölf neun. Ja, wieder nicht gut aus von Topic. Und der Block von Gumolka. 12-10.
Tim Stalens. Immer allzu weit. 13-10. Patricia Thomann. Sehr gefährliche Angabe. Aber den bekommt sie nicht. So, ja, nochmal. 13, 11. Und Stojanova muss dann auch die Platte vorerst verlassen. Julia Hero kommt wieder für die Angabe. Boys mit viel Schwung und dann klappt es auch gegen den Block. 14-11. Und Boys jetzt aus dem Spiel für Akuta. Für die Angabe wieder. Und die geht dann ins Netz. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt von den der Japanerin. Wedekind. Topic. Gut durch den Block geschlagen. Berit Kaufeld. Molka. Topic und der Ball ist drin. Gute Entscheidung vom Linienrichter. Und 16-13 deshalb technische Auszeit. Die zweite technische Auszeit ist gelaufen. 16-13 für den Schweriner Sportclub. Und Denise Hanke wird den Ball ins Spiel bringen. Und der Block von Mira Topic geht ins Aus. Ramirez mit dem Punkt für Hamburg. 16-14. Ziegler jetzt mit der Angabe. Na, es scheitert an Ramirez. 16-15.
Kovac durch den Block, gut geholt von Ziele. Der Ball geht neben der Antenne vorbei. Und deshalb der Punkt für Hamburg, 16-16. Auszeit Schwerin. Ja, da ist der Vorsprung wieder weg für den Schweriner SC. So schnell geht das im Volleyball. Insbesondere Julia Retzlaff ist es immer wieder, die Mannschaftskameradin da versucht, eine Hilfestellung zu geben, um das Spiel des Schweriner SCs etwas zu verbessern. Ziegler. Akuta und Thomsen da nicht einig. Akuta holt den Ball. Topic. Und der Punkt für Schwerin. 17-16. Wichtig, diese Punkte zu holen jetzt für Schwerin. Und Beuys kommt wieder für Akuta. Der Auftritt hat mich nicht überzeugt. Mira Topic. Beuys mit einem guten Block. Gefährlicher Ball von Thormann. Und jetzt der Block von Aas und Thormann. Und jetzt Thormann. Und vom Block an die Antenne. 18-16. Das sind jetzt hart umkämpfte Punkte für Schwerin, die Schwerin gut tun. Hero geht raus. Stojanova kommt zurück. Mira Topic. Gutes Spiel jetzt vom SSC. Boys. Klasse geholt von Denise Hanke. Boys. Schön gelegt und der Punkt für den Schweriner SC. Das war ein toll geholter und wichtiger Punkt für den Schweriner SC. Das sind jetzt genau diese wichtigen Bälle, die man braucht, um einen Satz zu gewinnen. Mira Topic. Klasse gemacht von Aas. Und jetzt gab es einen. Ah, den Ball geschoben oder zweimal berührt. So die Aussage des Schiedsrichter. 20-16. Könnte sowas wie ein vorentscheidender Punkt gewesen sein in diesem dritten Satz. Mira Topic. Wurde drüber gedrückt von Aas. Und Patricia Thormann unter dem Jubel der Schweriner Arena. Und auch wenn das ein kleiner Fingerzeig der Schweriner Arena in Richtung Hamburger Fans war, wer hier Herr im Hause ist, muss man den paar Hamburger Fans hier unter uns ein Riesenrespekt zollen für die Stimmung, die sie hier schon das ganze Spiel über machen. Ramirez geht raus, Hendriksen kommt für die Angabe. Auch das haben wir heute schon mehrfach gesehen.
Umsame Schwierigkeiten. Boys, das war gut gelöst. Und die Chance jetzt für einen guten Aufbau für den Schwerin SC. Und Boys. Ball kommt wieder rüber. Neuer Versuch. Wieder Boys. Wieder gut. Bayern 2017. Und Anne Boy steckt momentan viel Selbstvertrauen, viel Klasse. Große Stütze jetzt im Schweriner Spiel. Oh, und der Ball geht über alle hinweg ins Feld des Schweriner SCs. 22-18. Kim Stalen. Und Patricia Thormann. ...23-18. Und der Boys, der ist zu weit. Viel Schwung, viel Optimismus reingegeben über den Dreierblock hinweg. Hat nicht gereicht. Julia Stojanova. Und der Ball war drin. Dank der Linienrichter von Berit Kaufeld. Und das bedeutet Satzball für den Schwerin SC. Anna Beuys. Oh, rettet Ziegler noch völlig unnötig. Der wäre wohl weg gewesen. Mira Topic. Und der Punkt für den Schwerin SC. Und damit auch der dritte Satz. 25-19. Arena in Schwerin hebt sich. Satz Nummer 4, DVV-Pokal, Schweriner Sportclub gegen Aurubis Hamburg. Bis dann nach Sätzen 2-1 für den Schwerin SC. Also könnten wir uns jetzt im letzten Satz bewegen. Kim Stalens wird ihn eröffnen. Und der Ball nicht mehr zu holen. Für Lisa Thomsen, Stojanova mit dem Punkt für Hamburg 0-1. Ah, der Ball vorne aus. Nicht, wie ich erst dachte, übers Netz, sondern im eigenen Feld gelandet, 0-2. Stalens. Schwache Annahme von Beuys. Und Glück für Topic. 1-2. Und jetzt Denise Hanke. Und Stojanova nutzt den Block zum Punkt. 1-3. Stojanova.
Guter Doppelblock von Arsen Thormann. Und Beuys aus dem Hinterfeld, der Punkt für Schwerin. 2-3. Klasse geholt von Toppic und Thomsen. Und der Block von Arz gegen Ziegler bringt den Ausgleich für den Schweriner SC. Klar, der Ball ist im Feld. 3-4. Wedekind. Aus. Ziegler, gut aufgepasst von Hanke, gut gerettet von Thomsen. Und rübergespielt von Toppic. Die Chance aber jetzt für Hamburg. Gumolka. Und Beuys. Ja, da war der Block dran von Hamburg. Durchatmen für Schwerin. 4-4. Von Augenhaus. Klasse gerettet von Hanke. Und Ramirez. Mit dem Punkt für Hamburg. Gumolka. Beuys. 5-5. Madrid, der Tormann. Ziegler. Gute Arbeit da vom Block. Und Beuys mit der Chance. Und der technische Fehler auf Hamburger Seite, das Netz wackelt. So viel können wir sehen, wir können nicht sagen, wer es war. 6-5 für Schwerin. Und der Ball von Thormann im Netz. Und Schweriner Variante Hanke Kaufeld. 7-6. Hallo Boys. Jetzt mit der Sprungaufgabe und ein Ass und was für ein. Ja, viel besser kann man einen Ball nicht übers Feld bringen. 8-6. Technische Auszeit für Schwerin.
Ja, das war ein richtiger Aha-Moment in der Arena Schwerin. Und Hamburg muss gegen diesen Aha-Moment jetzt gegenhalten, denn Schwerin hat jetzt den Rücken, wenn sie führen. 8:6 im vierten Satz, führen 2:1 nach Sätzen und wollen das hier natürlich im vierten Satz in der eigenen Halle beenden. Und da kann es schon eine leichte Vorentscheidung geben, wenn Schwerin jetzt weiter wegziehen sollte. Arne Beuys wieder. Ah, der wäre wohl einmal ausgegangen. Hamburger holen ihn trotzdem. Und der Ball klar weg. Ah ja, nochmal. Kriegt den Ball nicht richtig, trifft ihn nicht richtig und dann ist auch keine Kontrolle drin. 9:6. Wieder Arne Beuys. Mit einer Rücklage. Guter Block von Topic. Neu, guter Schweriner Block. Und dann geht keiner hin von den Hamburgern. 10:6. Die Auszeit vom Hamburger Trainer, wahrscheinlich das einzig richtige Mittel, was er jetzt noch hat. Er muss ein bisschen Selbstvertrauen in seine Mädchen einpflanzen. Sonst ist das Spiel hier schneller erledigt, als den Hamburgern das lieb ist. Beuys wahnsinnig hoch, das war jetzt doch etwas sehr übermotiviert. Das war mehr der Test, ob sie die Hallendecke trifft, als eine richtige Angabe. Aber sei ihr gegönnt. 10:7. Hanke Kaufeld, Punkt. Stark gespielt. Das ist teilweise richtig stark hier, was wir hier sehen vom Schweriner SC. Berit Kaufeld. Muss man sagen, sie haben sich seit der World Cup Pause von Spiel zu Spiel gesteigert. Delens, der Ball zu weit. Zwölf zu acht. Denise Hanke. Kann sie mit der Sprungaufgabe in Hamburg ebenso unter Druck setzen wie zuvor. Anna Beuys. Nee, das ist nicht ganz so gefährlich. Und der Block steht auch nicht. Gumolka macht den Punkt. 12:9. So, ja, nochmal. Gut geholt von Ziegler, der Ball. Ja, ist zu wenig gefährlich. Anna Beuys aus dem Hinterfeld. Ohne Druck. Gumolka, umso besser. Aber da ist Patricia Thormann. Und dann Mira Topic gegen die Antenne. Unnötig, 12:10. Stojanova.
Das war gut gespielt von Hanke. Klasse gerettet vom Schwerin SC, aber Hamburg jetzt mit der Chance. Gumolka nicht richtig erwischt. Tormann, schön überlegt, geguckt, aber der Ball noch im Spiel. Hat sich die Arena schon gefreut, aber noch ist es nicht vorbei. Jetzt ist der Punkt da für Schwerin. Da dreht der Tormann gegen Ziegler. Hatten die Hamburgerinnen vorher noch schön gerettet. Mira Topic. Patricia Thormann. Wieder gegen Ziegler. Da haben sie allmählich den Schaden gezogen. Mira Topic. Guter Block von aus. Ja, Block. Nicht zusammen, aber trotzdem noch drüber geschlagen. Von Ziegler. In der Elf, Wedekind bringt den Ball ins Spiel. Klasse von Hanke auf Tormann. Den Block schön genannt. 15-11. Die Hamburger Fans unter uns lassen ein wenig den Kopf weg. Der Ball soll jetzt mittig kommen von aus. Molkas Ball gut abgewehrt, Patricia Tormann. Und dann ist es an der Beuth. Psychologisch wird jetzt auf der Hallenleinwand jetzt nochmal das Ziel eingeblendet. DVV-Pokal 2012. Das Finale im Gary Weber Stadion in Halle Westfalen. Etwas ganz Besonderes für jeden Volleyballer. Das gilt für die Männer wie auch für die Frauen. Es geht um den Nachfolger von Smart Allianz Stuttgart. Anna Orgenhaus. Und Gemolka scheitert an Anna Beuys. 17:11 Auszeit Hamburg. Die Spielerinnen des Berliner FC wollen jetzt das Publikum noch mal mitnehmen. Psychologie ist da alles. Aus. Und Klasse, Patricia Thormann und Berit Kaufeld. Achtzehn
Ziegler jetzt mit dem Punkt für Hamburg. Wechsel bei Hamburg, Gumolka geht raus. Und Stehlen geht raus und dafür kommt Hendriksen und Hero. Jetzt für Hamburg. 19-13. Ziegler. Und Beuys mit dem Punkt. 19-13. Anne Beuys. Stärkste Spielerin auf der Platte für mich heute. Versetzt dir die Arena in Verzögerung. Und Anne Beuys kommt sich schon fast tanzen. Mit der Sprungaufgabe. Da haben sie alles versucht. Ramirez macht da den Punkt für Hamburg. 21-14. Beuys kann den Ball noch rüberbringen. Und der Punkt für Ziegler. 21-15. Ja, noch ist die Messe hier nicht gerungen. Um im Jargon zu bleiben, da müssen schon mit dem Teufel zugehen, wenn das auch schief geht für den Schweriner SC. Kaufeld, stark geholt den Ball von den Rissen. Beuys, Thormann, Beuys und der Ball ist drüber. Topic mit dem Block. Wieder der Block von Schwerin, diesmal Hank und Kaufeld. Und der Ball von Ziegler im Aus. 22-15. Der Spielzug war sinnbildlich für dieses Spiel. Hamburg hat alles versucht. Hamburg hat ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende reichte es für den Schweriner SC. Und das mit dem 23-15. Berit Kaufeld. Und der Ball im Netz. Und das bedeutet Satz und Matchball Schweriner Sportclub. Und aufschlagen zum Match gewinnen wird Berit Kaufeld. Und Patricia Thormann macht es perfekt und der Schweriner Sportclub
steht im Halbfinale des DVV-Pokals. Herzlichen Glückwunsch. Berlin gewinnt mit 25-22, 22-25, 25-19 und 25-15. Berlin gegen Arubi ist Hamburg. Thank you.